Liebe Freunde klassischer Musik, herzlich willkommen bei einem Wohnzimmerkonzert der Kreissparkasse Böblingen, in deren Namen ich Sie heute begrüße. Begrüßen möchte ich Sie auch als Fangemeinde von Jugend musiziert. Sie wissen, in Corona-Zeiten ist es schwierig, Live-Konzerte zu veranstalten. Die Kreissparkasse hatte diese wunderbare Reihe mit den Soiree-Konzerten, die leider etwas verschoben werden muss. Deswegen heute über Social Media, über Facebook, kleine Auftritte wunderbarer junger Musiker aus dem Landkreis, die sich bei Jugend musiziert qualifiziert haben. Heute möchte ich Ihnen eine junge Gitarristin vorstellen, Juliana Patermann. Sie kommt aus Renningen und wird uns gleich mit einem wunderbaren Musikbeitrag erfreuen. Juliana, ich darf dich auf die Bühne bitten. Juliana, herzlich willkommen. Du warst ja schon öfters erfolgreich bei Jugend musiziert, allerdings nicht in diesem Jahr. Da war deine Fachrichtung nicht dran. Erzähl uns das. Also da war Popgitarre dieses Jahr dran und deswegen konnte ich leider nicht mitspielen. Letztes Jahr warst du aber dabei? Mhm. Mit? Mit Solo und da hatte ich einen ersten Preis im Landeswettbewerb. Und aus Altersgründen ging es für dich nicht weiter, weil du ja eigentlich qualifiziert warst, auch weiterzugehen. Das ist wunderbar gewesen. Was hast du denn für ein Stück heute mitgebracht? Also ich spiele heute Vespa von Ulrich Warnecke, der ist auch hier aus der Region. Dann freuen wir uns jetzt sehr drauf. Gutes Gelingen. Wir hörten Juliane Patermann Gitarre mit dem Stück Vespa von Ulrich Uhland Warnecke. Das war das erste Konzert unserer Reihe Jugend musiziert, Hashtag Zuhause.
Wir möchten hier aber auch einen Bogen spannen, nämlich von den Laienmusikern, die sich wunderbar qualifiziert haben, bis hin zu Profis, die bereits in einem Studium stehen oder schon eine Karriere begonnen haben. Heute stellen wir Ihnen Annick Göttler aus Herrenberg vor. Annick hat schon lange ein Klavierstudium begonnen, hat ihren Master bereits abgeschlossen und bereitet sich jetzt auf das Konzertexamen an der Stuttgarter Musikhochschule vor. Sie hat uns einige Chopin-Etüden angeboten. Heute hören wir von ihr die Etüde Nummer 3 aus Opus 10 von Frédéric Chopin.